Hören, hilft uns das auch? Auf Rom. Es gibt immer noch Römer Ultimatum. Warum bitte? So. Bevölkerungskontrollen einleiten. Dann. Das wird noch angewandt. Ich möchte die Vorlage bitte. Ja, das läuft aber noch. Construction complete. Wow, die benutzen sogar schon die Namen doppelt. Species modified. So sehr haben die Habitate gespammt. So, das sind 1000. Technology secured. Construction complete. So, wir können es vor Rohstoffen gar nicht mehr retten. Auch 1300. Minus 39. Pass auf, ihr springt dahin und rückt dann hierhin vor. Welchen Teil davon habt ihr jetzt schon wieder nicht verstanden? So, und die Armeen können jetzt den Rest hier erledigen. Planetary invasion commenced. Ground invasion force has seized a planet. 32.
So, ihr bombardiert hier schon eine ganze Weile. Aber ihr seid nicht wirklich weit gekommen. Technology secured. So kann ich bis dahin springen. Kampfausbildung, ja, bitte. Okay, das System könnte ich übernehmen. Na komm, ihr sollt springen und dann bombardieren. Technology secured. Planetary invasion commenced. Tausendfünfhundert. Natürlich total übertrieben, aber komm, wir brauchen die Flotte gerade für sonst nichts. Ground invasion force has seized a planet. Alles klar, es dürfen ruhig ein paar mehr sein. Warum gibt es keine gültigen Schiffswerften, in denen das gebaut werden kann? Oder liegt es daran, dass keine direkte Route dahin besteht? Construction complete. Das hier, ja, es bleiben eigentlich auch nur noch Kolonien mit richtig ekligen Ich könnte höchstens probieren, die alle relativ gleichzeitig einzunehmen. Das könnte tatsächlich sogar funktionieren. Minus 22. Technology secure. Das wird ja wohl drin sein.
So, und da ich merke, dass das Entkommen feindlicher Schiffe auch langsam kein Problem mehr ist, vor allem gegen die Anbinden, machen wir einmal Nanobot-Wolke. Tausend neunhundert, 1700. So, Armeeschaden, das dauert aber noch 18 Monate. So lange wollte ich eigentlich jetzt nicht warten. So, dann wird das eben bombardiert. So, die normalen Armeen nehme ich einmal raus. Dann werde ich es da drüben mal riskieren. Planetary invasion commenced. Alien Federation formed. Galaktische Verteidigungsliga, was zählt denn jetzt überhaupt alles als... So, 900. Wo war ich? Union. Ja. Da entstehen ein paar echt bedeutungslose Föderationen. Kebrit, ernsthaft? Ground Invasion Force has seized a planet. 12% für 5 Punkte. Weiß ich nicht, ob das es wert war. Oh doch, hier tut sich langsam was. 566. Das wäre damit gut machbar. Das heißt, du fliegst einmal dahin. Ja, wir haben einfach... Wow. Wir sind einfach so abgehoben gerade.
Wenn wir noch die Hälfte von den Punkten da drauf rechnen, dann... Ja, dann ist der offizielle Sieg auch unser. Oh! Ja. Unsere Maschinenintelligenz hier drüben ist fleißig. Dann spare ich mir, glaube ich, auch die Eroberung der Amazonen. Und widme mich am Ende dann nur noch den Anbinden. So, was ist hier drüben? Das sind immer noch 2000. Generäle, Psioniker. Charismatisch, robust. Ja, dann nehmen wir das. So, hier drüben wurde doch auch was bombardiert, aber das ist immer noch nicht annähernd. Drittes Portal vernichtet. Okay, die Vehement sind auch weg. Planetary invasion commenced. 14. Das könnte eng werden. Ground invasion force has seized a planet. Okay, es hat gar nicht mal so viel an Kriegsmüdigkeit hinzugefügt, aber leider auch nicht wirklich meine Ziele weitergebracht. Dann einmal darüber. Oh. Ich hätte vielleicht mal aufpassen sollen. Ja. Ungünstig. Ich meine, diese Sternbasis ist keine echte Bedrohung, aber meine Schiffe können dann halt auch nicht da weg. Ich habe gerade Armeeschaden erforscht, das ist gut. Einmal Verwaltungslimit bitte. Tausend immer noch. Vor allem, was ich nicht verstehe, ist, wieso man das hier nicht mehr mich genauer anzeigen kann. Also 4 Ziffern ist jetzt echt nicht viel. So, das will zu dem System. Okay, du springst durch das L-Gate. Das wäre wahrscheinlich vorhin auch schneller gewesen.
Klonarmee. Aber ich möchte ja Verluste auch vermeiden. Ansonsten wäre es verlockend. Construction complete. So, minus 10. Wir kriechen auf die Zielgerade zu. So, da geht es jetzt ordentlich runter. Minus 9. Na komm, das wird doch wohl machbar sein. Hier ist schon wieder kein Anführer. Ach, es waren zwei, ne? Technology secured. So, einmal darüber. Ground invasion force has seized a planet. Minus 2. Seid ihr hier auch fertig? So wollte ich doch vorhin hier nochmal. Ist aber eigentlich auch egal, weil eigentlich müsste es reichen, wenn ich jetzt noch einen Planeten erobere. 1500. Dann müssen wir eben einmal darüber springen. Technology secured. Thank you.
So, einmal verbinden. Minus 1. Das wird doch wohl jetzt machbar sein. Planetary invasion commenced. So, das ist nur noch eine Frage der Zeit. So, ihr könnt euch einmal zusammenfassen. Euch dann auflösen. Die zweite ist da, die dritte ist da. Ah, da ist ein Stern. Okay, das ist aber besetzt. So, wenn wir es schaffen, das System hier zu blockieren, dann haben wir eigentlich schon halb gewonnen. Euer Ernst? Immer noch? Ganz so, als hätte das nicht lange genug gedauert. 3000, aber hier oben ist noch eine. So, die erste Auxilia kann sich dahin bewegen. Die erste Legion ist noch da oben. Null. Jetzt träume ich nicht. Haben 94%. Schlacht auf Bounty 16,8. Das ist einfach nur lächerlich. Kadir, Sablisur. So, die machen einen Sprung und von da aus können wir direkt dahin springen, hoffe ich zumindest. 1000. Ihr baut schön weiter. Munkadir, Sablisur.
Construction complete. Das ist okay. Ihr springt. Immer noch auf genau 0. Aber leider 0 negativ und nicht 0 positiv. So, damit hätten wir jetzt einen Tributpflichtigen mehr. So, die erste Legion kehrt hierhin zurück. Ihr kehrt hierhin zurück. Ansonsten war es das sogar. So, werden sie jetzt meinen Schutz akzeptieren oder nicht? Vassalisierung verlangen, weil sie in einer Föderation sind. Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich mir die Mühe machen will. Ansonsten würde ich nämlich einfach sagen, den Teil würde ich noch erobern. Und noch die Amazonen halt zu Vasallen machen. Aber ich finde, das zieht sich jetzt auch schon lange genug. Auf jeden Fall, finde ich, reicht das für heute. Unser Endziel wird es auf jeden Fall noch sein, die Anbinden zu besiegen, damit wir auch am Ende den offiziellen Siegescreen sehen. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Siedlaris.